Mein Name ist Hauke von Grimm. Ich lese aus meinem neuen Buch, das da heißt Die Mitte bin ich. Der Text heißt Zimmer 417. Mit Reißnägeln hatte er die Ecke der Tapeten befestigt, die an vielen Stellen den Kontakt zur Wand verloren hatten. Beim Nageln stellte sich sein Kopfschmerz wieder ein. 2 Wochen lang hatte er nicht daran denken müssen. Er hasste Hotels und er liebte sie. Ihre Architektur und ihre Funktionalität, dieses System, das in allen Hotels herrschte, faszinierte ihn. Doch darin zu wohnen, war ihm immer falsch vorgekommen. Es war nicht sein Zuhause. Er schlief ungern in der Fremde. Es engte ihn zu sehr ein. Dieses Gefühl, nicht da zu sein, machte sich breit, weil nichts von und für ihn da war, sondern eine Einrichtung, die vielen Kommenden und Gehenden diente, die nichts Persönliches hatte, aus ihnen einem Fremden machte. Er rückte das Bett vom Fenster weg. Daheim hatte er sein Bett genau um das Fenster gestellt. Es gab nichts Schöneres, als mit Sonne im Gesicht zu erwachen, die Augen aufzuschlagen und Himmel zu sehen. Die kühle Luft, die stets hereinströmte und seinen Kopf berührte, das war für ihn zu Hause. Da verlor sich auch das Pochen im Kern seines Schädels, da konnte er auch atmen. Hier musste er in dem stickigen Raum ausharren. In vielen Hotels war er schon gewesen. Er war gern der Ruhige, Unauffällige, der anreiste, kurz, ohne in Erscheinung zu treten, blieb und ohne Erinnerung zu hinterlassen, wieder auscheckte. Auch hier in diesem ehrwürdigen Stadthotel würde niemand sein Kommen und sein Gehen große Beachtung schenken. Hotels hatten immer unzählige Gänge, die alle der Funktionalität dienten und wie ein Labyrinth wirkten, wenn man zum ersten Mal Gast ist. Darum ging er spazieren, auch um seinem Zimmer zu entkommen, schritt er die alten Flure ab, die in besseren Zeiten sicher mit feinem Teppich in etagenspezifischen Farben ausgelegt waren. Gang um Gang, Stockwerk um Stockwerk ging er ab, suchte kleine Räume, die unverschlossen waren, fand Abkürzungen und Geheimnisse der Bauweise dieser kalten Mauern und Fragen, was sich Architekten vorstellen, was einmal in den Zimmern geschehen würde, die sie entwarfen. Ob sie Räume und Gebäude nach ihren Vorstellungen von einem guten Aufenthalt entwerfen oder sich selbst einen Traum erfüllen oder doch nur schnöde die Pläne von anderen misslungenen Hotels kopieren, um schnell ihren Lohn zu kassieren und sich in ihre eigenen 4 Wände zurückziehen zu können. Er hörte seine Schritte zu, die über die Flure hallten und Musik wurden. Der Lärm, der andere Hotels bevölkerte, war und ihn immer an Schulen erinnerte, fehlte hier komplett. Das schätzte er sehr, als er nach langem Rundgang sein Zimmer wieder betrat. Den Tisch stellte er dahin, wo er das Bett gern gewusst hätte, und klappte ihn hoch. Aus seiner Tasche nahm er eine Drahtsäge, eine Schnur mit 2 Schlüsselringen und kürzte den Stuhl um 12 Zentimeter. Danach prüfte er, ob das Fenster sich schnell und geräuschlos öffnen ließ, um es dann wieder in seinen verschlossenen Zustand zu bringen. Aus der untersten Schublade des Nachttischschrankes holte er beim Durchstöbern des Zimmers einen Brief. Erstaunt darüber, hier trotz seiner Suche etwas Sinnvolles zu finden, legte er ihn auf sein Bett und machte sein Radio an. Es ist ein gutes Radio mit Batterien und einem Kopfhöreranschluss. Sein Vater hat ihn immer zur Qualität geraten. Wer billig kauft, kauft 2-mal. Es klang wie viele Worte seines Vaters, die mit dieser kratzigen, hohlen Stimme sehr gepresst in ihm nachhallen. Weisheit um Weisheit wurde auf ihn herabgebetet. Sprich wurde ihren Sinn schon vor Generationen an die Alten im Grab abgeben mussten und nur noch fossiler Hohn waren, der ihm das Leben erleichtern sollte, der aus ihm einen Mann machen sollte, auf den ein Vater stolz sein könnte. Das war die größte Sorge dieses herrischen ehemaligen Poliers gewesen, dass sein Sohn mal was werde, dass ihm das Auskommen im Alter sichere. Aber das musste er auch zugeben, der ein oder andere Ratschlag seines alten Herrn fußte auf einen selbst erworbenen Erfahrungsschatz, aus dem er schon einige Male erfolgreich schöpfen konnte, wie beim Erwerb dieses Radios, das ihn mit seinem Klang und seiner Fähigkeit, selbst in entlegenen Gegenden einen sauberen Empfang zu gewährleisten, und ihn mit seiner schon beachtlichen Lebensdauer zu einem zufriedenen Kunden gemacht hatte. Wenn er Situationen begegnete, die nach Sprüchen seines Vorfahren riefen, kamen immer sehr viele Erinnerungen an seine Jugend mit, nie aber aus seiner Kindheit, als habe es den Vater da nicht gegeben. Ihm zog auch die dunklen Wolken des Pochens im Kopf mit. Die Zeit, die ihn als Jugendlichen blieb, nutzte er, um Pläne zu schmieden, die ihn wegbringen sollten, die ihm eine Möglichkeit einer Existenz unabhängig von dem Zuhause bieten sollte.
ein Aufwachsen unter Voraussetzungen, die er sich als normal ausmalte, die er aus den Filmen im Kino kannte und aus Erzählungen seiner normalen Mitschüler. Mit Freude war er zu anderen Seiten des Landes gefahren, um Architektur zu studieren. Eine Leidenschaft, die ihn gefangen hatte und seine Einbildungskraft für geometrische Formen und surreale Körper sowie das Zeichnen förderte. Die verrücktesten Gebäudeformen skizzierte und bastelte er, um seine Prüfung mit Ach und Krach zu bestehen und die Erkenntnis mitzunehmen, dass wer konventionell arbeitet, die bei den verkreisten Professoren höher im Kurs steht und es weiterbringt als jemand, der eine Idee lebt und etwas riskiert, um Neues zu kreieren. Bei der Suche nach einem Sender, der ihm zusagte, stieß er auf das regionale Klassikradio, die eine Gala-Konzert von Sjatoslav Richter sendeten, diesem fantastischen russischen Pianisten, der mit dem Orchestre de Paris und Inbrunst Johannes Brahms Konzert Nummer 2 spielte. Klassische Musik hatte es ihm schon früh angetan. Ein Lächeln huschte über sein müdes, angestrengtes Gesicht, wenn er sich daran erinnerte, wie er von seiner Mutter die Bedienung des Schallplattenspielers erklärt bekommen hatte, damit er nicht mehr quengelnd mit einer Schallplatte in der Hand neben ihr durchs Haus lief. Um die 6 Jahre musste er da gewesen sein, als das Wort vorsichtig den ganzen Ablauf der Inbetriebnahme über aus seinem kindlichen Mund geflossen war. Vorsichtig hatte er die Vinylscheibe auf den Teller gelegt und vorsichtig die Nadel über den Rillenbeginn gebracht und vorsichtig den Hebel und die Tasten in Stellung gebracht und vorsichtig die Lautstärke höher geregelt, bis es so laut war, dass er alles gut not hören konnte, aber die Mutter nicht bei ihren Arbeiten gestört wurde. Eine der ersten Platten, die er in die Finger bekam, hatte eine schwarze Hülle und auf der Vorderseite einen Glatzkopf abgebildet, der von einem alten Gemälde stammen musste, denn Risse zogen sich durch das ganze Bild. Seine bräunliche Tönung hatte es ihm wohl angetan, denn dieses Exemplar aus dem Schrank kramte er vorsichtig mit Regelmäßigkeit hervor und legte es auf. Viel später sollte ihm bewusst sein, welch vorzügliches Stück Musikgeschichte er sich ausgewählt hatte. Denn als er das Lesens mächtig die Plattensammlung durcharbeitete, war es Ludwig van Beethovens Symphonie Nummer 5, die ihm bekannt und geliebt in die Hände fiel. Lange hatte es sich schwer getan mit klassischer Musik. Seit ihm und seiner Klasse im Unterricht eine junge Referendarin mit Musiktheorie und trockener Notenlehre die Freude und das Vergnügen nahm und erst Jahre nach seinem Studium durch Radio wieder auf den Geschmack kam. Jenes Radio, auf dem er nach einem Sender mit Anspruch gesucht hatte, weil ihm die Jingle und Werbestationen die Nerven geraubt hatten. Während eine Rezension zu hören war über ein Buch, in dem es um das Zaudern ging, betrachtete er den Brief auf der schäbigen Matratze seines Bettes. Das Zaudern, so meinte der Autor, sei die Schwelle zwischen Handeln und Nichthandeln. Ausgehend von Freuds, der Moses des Michelangelo, entwickelte er eine Theorie des Zauderns und des Zaudersystems. Das Zaudern, so sagte der Anwalt, sei keine Antriebsschwäche, sondern ein bewusstes Handeln. Der Brief, so überlegte er, lag schon sehr lange hier und es gab viele Gründe, ihn zurückzulassen, ungelesen. Aber aus Interesse an seinem Inhalt könnte er ihn öffnen. Wenn der Verfasser ihn absichtlich dagelassen hat und nicht wollte, dass er gelesen wird oder sein Ziel erreicht, warum dann einen Brief schreiben? Neugierde entsprach nicht seinem Charakter und so legte er auch nicht viel Wert auf den Inhalt des Schreibens. So, jetzt kommt ein kurzes Interview mit mir, über mich, von mir und dann geht es im Text weiter. Ja, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier mit Hauke von Grimm, dessen Buch Die Mitte bin ich bei der Edition Outbird erscheinen wird, eurem Kultverlag auf jeden Fall. Hallo Hauke, moin. Hi. Schön, dich zu sehen. Die Leipziger quasi sind ein bisschen unter sich. Wir wollen es auch gar nicht so lange machen. Ihr habt ja schon einen Teil eines Textes hören können und gleich gibt es auch noch einen Teil. Jetzt erstmal die Frage an dich, Hauke, und wirklich nur sehr, sehr kurz. Wie kamst du zu dem Buch und vor allen Dingen zu dem Titel? Das war halt, das wird nicht kurz. Das war das eine längere Geschichte. Ich musste halt irgendwie einen Titel finden, der alles das, was in dem Buch drin ist, beschreibt und das geht eigentlich nicht. Und da habe ich mich dann entschieden, dass der Titel auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, den alle Texte haben, nämlich mich, sich bezieht. Und dann bin ich halt die Mitte von allem und die Mitte von meinen Texten und die Mitte vom Buch und die Mitte von mir. Okay, und die Texte
sind, also man kennt dich zumindest ja hier in Leipzig und im Großraum Leipzig auf jeden Fall, Lesebühnisch Goldener Kreuz, um nur einen Namen zu nennen. Sind das jetzt sehr Sammlungen aus den letzten Jahren oder sind das alles Sachen, die neu entstanden sind? Also ja, wie schon gesagt, ein großes Konglomerat. Ja. Sind halt Sachen drin, die ich mal geschrieben habe, wo ich ein extra Buch draus machen wollte, wo ich nicht genug Texte gefunden habe. Neue Sachen, die in den letzten ein, zwei Jahren für die Lesebühne geschrieben wurden. Dann ja, Texte, die ich so geschrieben habe, die für Lesebühnen jetzt nicht ganz so geeignet sind, weil man halt sagt, beim Lesen kommt das halt nicht, muss man halt selber lesen. Also quasi in der Hand halten. Das. Und die habe ich dann halt alle zusammengepackt und gesagt, das wird jetzt das Buch. Okay, das ist dein zweites Buch bei Outbird, ne? Ja. Genau. Lass mich kurz noch die Frage stellen, vielleicht ist das ein bisschen provokant oder provokativ. Die Mitte bin ich, du hast es ja gerade schon erzählt, wie das zustande kam. Hattest du ein bisschen Furcht oder gab es da Diskussionen innerhalb des Verlags, dass es vielleicht ein bisschen zu egozentriert ist, der Titel? Das war der Punkt, der so gut wie nicht diskutiert wurde. Okay. Wir hatten andere Punkte, wo wir dran gearbeitet haben und wo ich gearbeitet habe, wo das Lektorat gearbeitet hat, wo Tristan, der Verleger, gearbeitet hat, wo wir uns halt ja, annähern mussten, miteinander reden mussten. Und ich finde, so eine Arbeit ist immer auch kreativ. Man kriegt dann Inputs, man gibt Inputs, hofft, dass die Inputs auch als Inputs verstanden werden. Und zum Schluss hat man dann ein Werk zusammen erarbeitet, geschafft. Also ist es quasi, die Mitte bin ich, ist quasi eine Sammlung, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich richtig verstanden habe, aus sowohl Short Stories als auch Lesebühnentexten, als auch Lyrik. Es ist quasi eine schöne Mischung, wie beim letzten auch schon, beim Wortland. Wo so ziemlich alles, was so an Gefühlswelt Output drin ist, Fragezeichen? Genau, es sind halt verschiedene Perspektiven, die ich einnehme, verschiedene Ideen, die ich einnehme. Es sind halt auch die Reverend Grimm Texte mit drin. Ich wollte mal ein Hotelbuch schreiben, habe dann einige Texte daraus genommen, weil das Hotelbuch halt nichts geworden ist. Und das ist jetzt halt quasi alles dann dort drin. Und es gibt halt auch einen Titel, einen Text, der heißt Die Mitte bin ich. Und es war halt bei der Findung des Titels für das Buch, war halt der hängen geblieben ist, wo ich gesagt habe, das könnte man halt nehmen, dass wenigstens ein bisschen was in dem Buch auch drin vorkommt, was draußen drauf steht. Ja, okay, dann danke ich dir für das kurze Interview. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuhören und natürlich, logisch, kauft dieses Buch, folgt diesem Kanal, das ist natürlich auch ganz wichtig und bleibt geupdatet, was die Edition Outbird angeht. Hauke, vielen Dank. Ich danke. Und es geht weiter im Text. Wir hatten erfahren, dass der Protagonist seinen Brief, den er gefunden hat, wieder zurücklegt, weil er ihn nicht lesen möchte. Er hatte keine Lust darauf, sein Zimmer zu verlassen. Er mischte sich aus Wasser und Instant-Kaffee ein kaltes Getränk, das ihn wach halten sollte. Es hieß, wer einmal in die Versuchung gekommen sei, seine Nahrung aus einem Blechbehälter zu sich zu nehmen, würde Gefahr laufen, dies zu seiner Gewohnheit zu machen. So war ihm die Gewohnheit treu geworden, seinen Kaffee kalt zu trinken. In seiner Freizeit hat er sich oft den Luxus gegönnt, seine Gedanken freien Lauf zu lassen und war dabei oft auch den Phänomenen um die Zeit hängen geblieben und hatte sich damit selbige vertrieben. Die vielen Redenswendungen, die die Menschen mit der Zeit verbanden, hatten es ihm angetan und er nahm sie Stück um Stück in ihre Grundwortbausteine auseinander und fand darin die Irrtümer der Menschheit über die Zeit. Sein Kopf begann wieder zu schmerzen, denn viele der Sprachgebilde waren aus seines Vaters Mund, welcher nie Zeit hatte oder noch Zeit brauchte und so viel Zeit verlor und sich doch nie Zeit nahm, mit seinem Kind zu sprechen, sondern dass er nur die ganze Zeit besprach. Seit kurzem nahm er auch wieder weniger lukrative Aufträge an, um Geschäft zu bleiben und überhaupt noch arbeiten zu können. Wie in vielen anderen Branchen machte seit der Öffnung der Grenzen nach Osten die Männer von dort die Drecksarbeit und rissen sich nebenbei auch die gehobeneren Jobs unter den Nagel. Ihn einen Rassisten oder Faschisten zu nennen wäre falsch. Einige Male hatte er schon mit den Jungs aus Serbien und Montenegro zusammengearbeitet, aber es war anders mit ihnen. Sie erfüllten die Anforderungen gut, führten alles zur Zufriedenheit der Auftraggeber aus, aber es wurde sehr roh und schnell erledigt. Nicht wie bei ihm, wo noch Gewissenhaftigkeit und Raffinesse eine Rolle spielte. Er selbst bezeichnete sich gern als Techniker und Präzisionsarbeiter, der seine Aufgaben mit dem nötigen Fingerspitzengefühl abschloss.
Vor 2 Tagen schlug er in diesem verfallenen Hotel im Zentrum der Stadt mit guter Verkehrsbindung und freier Sicht auf den Ausgang des Bahnhofs sein Lager auf. Bei seinen Erkundungstouren hat er in Erfahrung gebracht, dass die Penner das Gebäude im Sommer sehr selten frequentierten und nie bis in die 3. Etage hinaufstiegen. Ein paar Vandalen waren schmieren und zertrümmern bis in das Dach gezogen, aber auch das musste 1 bis 2 Jahre her sein. Die meisten Räume hatte er wie frisch verlassen vorgefunden, wenn nicht der Verfall seine Spuren auf die Hinterlassenschaften der alten Belegung gedrückt hätte. Und was nicht dem Randalieren zum Opfer gefallen war, sah für ihn aus wie in den Filmen, wo die Menschen über Nacht verschwanden, nur noch Essensreste auf den Tellern anzeigten, dass der Aufbruch sehr rasch gekommen sein musste. Der Brief auf seinem Bett gehörte auch zu diesen Indizien, die darauf hindeuteten, dass es ein schnelles Aus für dieses Hotel gab. Genau konnte er sich das nicht erklären, denn Bausubstanz und die Lage sprachen dagegen. Wegen des Briefes war er zu dem Schluss gekommen, dass sein Fundort der beste Aufbewahrungsplatz für die Zukunft sein würde. Dem Wunsch des Schreibers, der ihn wohl unfrankiert abgelegt hatte, war somit Genüge getan. Sein Proviant für die 3 Tage belief sich noch auf 1/2 Broten, 1/3 Käse und die 6 Wasserflaschen waren bis auf eine geleert. Über Gesundheit und Stuhlgang konnte er nicht klagen. Die Migräne bekam er mit guter Musik unter Kontrolle und die Müdigkeit ließ sich auch noch ertragen. In ein paar Stunden konnte er schon aufbrechen und zu seinem Heim und seinem Bett mit offenem Fenster zurückkehren. In ein paar Stunden wäre sein Auftrag erledigt und er könnte am Montag ausgeruht zu seinem Bürojob kommen und eine kleine Anekdote von einem Kurztrip in eine von dieser Stadt weit entfernten Ortschaft vortragen. Oder auch still an seinem Schreibtisch sitzen und unauffällig und unscheinbar Garagentore, Wendeltreppen in sich immer wieder kopierende Eigenheimzeichnungen einbringen. In Gedanken war er schon bei den Einkäufen vom Montagabend, die er nach dem Besuch des Schwimmbads zu erledigen pflegte, die er dann in immer gleicher Monotonie in Zimmer, Küche, Bad und Wohnung unterbrachte. In Gedanken schien ihm das einfach und langweilig und das beruhigte ihn sehr. Er sah ein letztes Mal auf seine Uhr, wie er es die letzten Tage oft getan hatte und wusste, alles beschleunigt sich jetzt auf den Augenblick, wo man den Koffer aufpackt, Platz nimmt, das Fenster öffnet und darauf achtet, dass die Zielperson oder Passanten den Lauf und das Zielfernrohr nicht erkennen, um den Auftrag zum Abschluss zu bringen und leise über die Hintertür auszuchecken. So viel dazu. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit meinem Buch. Das war Hauke von Krim. Tschüss, ciao.